herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen heute Adventure Communist. Wird mal Zeit für so ein kleines Was habe ich so getan? Update. Ist natürlich schwer zu sagen, was genau Gutes und Schlechtes passiert ist. Aber wir haben hier und da ein paar Sachen geupgradet, wie man sehen kann. Wir kriegen hier schon 24 Scientists, ne? Und das ist schon mal nicht schlecht. Und ich gucke mal, das nächste Mal werde ich mir wahrscheinlich hier einfach einen Mega Drill ausgeben und mir hier ein paar Dinger kaufen. Was ist noch passiert? Wir haben, lass mal kurz gucken, hier, wir haben mittlerweile nochmal ein Dreifach-Dings gekauft. Ich habe hier angefangen, diese ganzen billigen Dinger zu kaufen. Beziehungsweise hier diese Bajonett-Dinger für die Soldiers, weil ich brauchte Soldaten und zwar gar nicht wenig. Das Ding unten ist ausgekauft komplett. Und offensichtlich ist die Division auch schon soweit ausgekauft. Ausgekauft. Ausgekauft ist ein sehr schönes Wort auf jeden Fall. Und wir kommen trotzdem nicht voran. Wir haben zwar mittlerweile 5000 Kameraden in die Sekunde, aber das ist ein bisschen crappy auf jeden Fall. Das reicht nicht. So ja nicht einfach. Das ist unendlich kacke. Irgendwie. So, jetzt kann ich mal was probieren, weil es ging die ganze Zeit eben nicht. Weil ich habe doch hier mein tolles Makro. Ich habe jetzt hier so ein Makro für diesen, für den Button. Und zwar für den Alle-Button. Und ich muss sagen, ich schäme mich auch nicht dafür, das Ding zu benutzen. Also, weil das dauert mir einfach zu lange. Jeden Tag mal kurz reingucken. Oder alle 6 Stunden reingucken, kurz mal den Button hämmern und fertig. Ne? Einfach, weil mir das zu lange dauert, so sonst. Ohne. Und ihr seht ja, es geht super schnell, ja? Bin ich eigentlich ziemlich begeistert drüber. Theoretisch kann ich das Ding auch den ganzen Tag laufen lassen, aber nee, natürlich nicht. Schön schnell das geht. ist das geil. Heutzutage automatisiert man doch irgendwie alles. Oder nicht? Vor allen Dingen ist das ein Makro, das ist irgendwie 6 oder 7 Mal drauf gedrückt und ich halte den Button einfach nur, damit das Ding unendlich spammt hier so gefühlt. Joa, so ist das halt. Und wie gesagt, wir kommen ja hier mit den Kameraden nicht weiter. Das ist so ein bisschen ätzend hier mit den Hospitalen. Weil ich habe ja gedacht, machst du halt alles dreimal so schnell, aber es funktioniert so ja nicht. Weil offensichtlich lassen sich die Hospitaler davon nicht einfach beeinträchtigen. Ist ein bisschen nervig auf jeden Fall. Das finde ich gar nicht gut. Deswegen muss man mal gucken, worin wir unsere Scientist-Dinger jetzt investieren wollen eigentlich. Das ist noch so eine Frage. Weil ich, wie ihr mitgekriegt habt, nicht unbedingt begeistert bin von dem Dreifachgeschwindigkeitsding und so. Es ist zwar so, dass die Kartoffeln schneller und also die Hauptdinger schneller kommen, aber das ist jetzt nicht so, dass das unbedingt nötig wäre. Oh, wir haben hier ein Upgrade, sehe ich gerade. Und noch ein Upgrade, sehe ich gerade. Cool. Also wir können uns die Division jetzt immer relativ leicht leisten, ha? Huh? Was fehlt denn jetzt noch? Jetzt ist es das Erz, was nicht hinterherkommt. Ehrlich jetzt? Wer hätte das gedacht? Wie lange wir da jetzt hätten warten müssen, damit das fertig wird? Das haben wir im Grunde schon alle. Innerhalb von 4 Minuten alles erledigt. Supidupi. So, Experimente. Ich habe überlegt, diese ganzen Sachen einfach alles upgraden. Das Problem ist halt, ich weiß nicht. Es ist so, ich mache das hier einfach fertig. Wir werden uns die sowieso irgendwann alle holen. So, jetzt werden also die nochmal geboostet. Und die machen jetzt im Grunde auch mehr Erz, sozusagen. Jetzt können wir relativ schnell und einfach unsere Divisionen skillen, was schon mal nicht so schlecht ist. Dann würde ich sagen, wir haben noch 160, wir können die letzte noch verwasten. Das hier irgendwas, was man unbedingt haben will. Können für 150 mir 24 Stunden Ressourcen holen, was
auch eine Möglichkeit ist, um täglich jetzt hier diese ganzen Sachen hier zu machen, ne? Um an die Hospitale zu kommen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich brauche 500 von den Kliniken. Andererseits, was kaufen wir sonst von dem ganzen Kram? Komm, wir machen das mal, yep. Claim all. Wir haben natürlich dadurch jetzt irgendwas freigeschalten, was uns ein bisschen Dingens dazu gab. Ich könnte jetzt 3000 Divisionen kaufen, womit wir bei 6000 wären, oder wir gehen direkt auf Nurses. I'm so nervous. Okay, da war schlecht. Die sind aber ruckzuck alle, also könnte ich auch sagen, wir machen einfach erstmal unsere Division, weil die Division auf 10.000 bringen, ist unser nächstes Ziel. 68.000 davon. Die drei sind jetzt gleich. Die geben alle ungefähr die gleichen Dinger jeden Tag. So. Wie es mir dachte, hat er das Ding Upgrade. Das Ding hat auch wieder Upgrade. Das habe ich nicht gedacht, aber das ist cool. Das heißt, wir können. Division kostet 6.000. Dann würden wir nochmal 3 mehr kriegen. Na, geht voran, ja. Jetzt wird uns Medizin, ehrlich. Ist denn das zu fassen? Tja, und so wird das jetzt sich immer wieder hin und her bewegen, alles hier. Wir müssen halt zusehen, dass wir diese Klinik und so machen können. Ich kann ja theoretisch in... Na, heute könnte ich fast nochmal so einen 24-Stunden-Boost machen. Fast. Oder wir gucken, was wir nächstes Mal machen. Das ist jetzt, wie gesagt, die Misere, an der ich hänge, weil das nicht so gut weitergeht. Irgendwie, wenn einer von euch vielleicht einen Tipp hat, wie man das besser hinkriegen könnte alles, dann nehme ich das gerne. Alle Medizinindustries mal 777 für 20 Sekunden. Das heißt, wenn ich genau abpasse, kriege ich hiervon 777 mal so viel. Muss ja dann eigentlich. Einfach mal gucken. Wir probieren jetzt mal hier so ein paar Sachen aus, Stück für Stück. Alle Medizinindustrien. Sag mir nicht, ich sehe jetzt den Balken da nicht. Achso, der ist ja darunter versteckt. Das ist natürlich ungünstig, aber ich sollte das jetzt so abpassen. Das war jetzt in etwa jetzt. Also war nicht jetzt. Oh shit, hier. So, das heißt das jetzt. Wow! 777-fache Speed! Holy shit! Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Das ist natürlich was wir ganze Zeit machen können. Jetzt weiß ich, was wir machen. Ich weiß, was wir heute tun werden. Das heißt, ich werde heute mich den ganzen Tag damit auseinandersetzen, diese Boost-Dinger zu benutzen. Wenn sie jetzt nicht aus seltsamen Gründen teurer geworden sind, sind sie nicht. Das heißt, ich kann die ganze Zeit diese Boost-Teile machen, schnell alles verteilen, beziehungsweise einfach abwarten, weil ich kann dann hier die Hospitalgeschichten einfach benutzen und ja. Das ist doch was. Ich habe was ich gefunden. Ich habe was ich gefunden habe. Ich habe was gefunden, was ich machen kann, würde ich sagen. So, die Kolonien sind bei 260.000. Die sind ebenfalls bei 170.000. Nee, das könnte ich mir sogar holen fast. Wie ich ja bei diesen Dingern hier schon sagte, die Kameraden, die man dafür braucht, sind zu teuer einfach. Irgendwie. Das ist nicht gut. Not so good. Was kostet mich denn eigentlich das Nurse Upgrade? 55. Mal gucken, vielleicht hole ich mir auch das. Ich bin mir noch nicht sicher, wie genau, aber ich kann heute jetzt noch zweimal diesen Super Speedy Boost machen hier auf die. Was jetzt nicht schlecht ist. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.